1954, 9 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Nagasaki und Hiroshima, feierte Godzilla sein beeindruckendes Debüt auf der Kinoleinwand. Regisseur Ishiro Honda und das Produktionsstudio Toho schufen hiermit den Grundstein für einen Filmmythos, der uns bis heute Dutzende Ableger beschert hat. Wir blicken auf den ersten Film der Reihe, dessen Originaltitel Gojira lautet, eine Wortkreation aus den japanischen Begriffen für Gorilla und Wal. Uns liegt dabei die deutsche Blu-ray-Version von Splendid Film vor. Vor der japanischen Küste kommt es zu seltsamen Vorkommnissen. Unter unbekannten Umständen havarieren mehrere Schiffe und gehen daraufhin in Flammen auf. Zudem gibt es einen immensen Rückgang der ansässigen Fischpopulation. Für die älteren Einwohner ist schnell klar, was der Grund für diese Unglücke ist. Der Godzilla. In der gleichen Nacht verwüstet das Monster die Insel Odo und zerstört Dutzende Häuser. Dabei gibt es auch Tote und Verletzte zu beklagen. Zur Untersuchung wird unter anderem der Paläontologe Yamane an den Ort des Geschehens gerufen. Bei den Untersuchungen finden sich riesige radioaktive Fußabdrücke und ein Fossil aus der Urzeit. Plötzlich taucht Godzilla auf und versetzt die Anwesenden in Panik, bevor er sich vorerst ins Meer zurückzieht. Yamane stellt seine Ergebnisse einem Ausschuss vor und kommt zu der Erkenntnis, dass Godzilla durch Wasserstoffbombentests aus dem Meer an das Land getrieben wurde. Er hält ein weiteres Studium des Monsters für angebracht. Dennoch werden Kriegsschiffe zum Angriff auf Godzilla ausgesandt. Die Attacke verläuft jedoch erfolglos. Währenddessen beschließt Yamanes Tochter, Emiko, sich vom Arbeitskollegen ihres Vaters, Dr. Serizawa, zu trennen, da sie in den Schiffskapitän Ogata verliebt ist. Zuvor zeigt Serizawa der jungen Frau jedoch sein Lebenswerk, den Oxygenzerstörer, eine Erfindung, die jedwede Materie zersetzen kann. Aus Angst vor Missbrauch beschließt er jedoch, diese ultimative Waffe für immer vor der Welt geheim zu halten. Zur gleichen Zeit bewegt sich Godzilla auf Tokio zu. Das Ungetüm verwüstet in der Stadt unzählige Gebäude und Fahrzeuge und hinterlässt einen Pfad der Zerstörung, bevor es sich erneut ins Meer zurückzieht. Nur wenig später kehrt der echsenähnliche Koloss zurück. Auch die vorher getroffenen Sicherheitsmaßnahmen können ihn nicht stoppen. Mit seinem atomaren Atem liegt der Tokio in Schutt und Asche. Auch die Armee mit Panzern und Flugzeugen stellt keinen Gegner für Godzilla dar. Alle Hoffnung scheint verloren. Niemand weiß, wie man das Monster stoppen kann. Da kommt der junge Emiko eine letzte Idee. Zusammen mit Ogata bittet sie Dr. Serizawa verzweifelt um dessen Hilfe. Der Oxygenzerstörer ist die letzte Hoffnung für das japanische Volk. Und es kommt zum finalen Showdown in den Tiefen des Meeres. Wie der Film genau endet, möchten wir an dieser Stelle nicht verraten. Jedenfalls nicht mit einem spektakulären Kampf zwischen zwei oder mehreren Monstern, wie man das aus späteren Godzilla-Streifen gewohnt ist. Dieser erste Godzilla ist vielmehr ein ambitionierter Action-Movie mit Elementen aus Drama und auch dem Horrorbereich. Ishiro Honda verarbeitet die Atombombenabwürfe auf sein Vaterland in filmischer Form. Direkt beeinflusst hat ihn auch ein Unglück, welches sich kurz vor Beginn der Dreharbeiten 1954 ereignete. Ein japanisches Fischerboot geriet dabei in den Einflussbereich amerikanischer Nuklearwaffentests im Bikini-Atoll. Die Crew erlitt schwere Verstrahlung und kurz darauf verstarben die Mitglieder der Besatzung oder erkrankten an Lungenkrebs. Die allgegenwärtige Bedrohung, die von Atomwaffen ausgeht, spiegelt Regisseur Honda auf der Leinwand wider. Stets schwebt eine bedrohliche Atmosphäre in der Luft. Die hervorragende Arbeit mit Sound und Ton ist hierbei hervorzuheben. Godzillas charakteristisches Brüllen wurde mit einem Kontrabass erzeugt. Tricktechnisch mag der Film heute zwar veraltet wirken, bedenkt man jedoch, dass mittlerweile über 60 Jahre seit dem Erscheinen vergangen sind, sollte man so etwas immer in Relation setzen. Die Szenen, in denen Godzilla auftaucht und Verwüstung anrichtet, zählen für uns jedenfalls zu den Meilensteinen der Kinogeschichte. Das Monster wurde hierbei von Schauspielern dargestellt, die in das Kostüm von Gojira schlüpften. Bei den Zerstörungsszenen kamen liebevoll gestaltete Modellstädte zum Einsatz. Diese Art von Tricktechnik ist auch als Suit Motion bekannt. Abseits der ganzen Action entwickelt sich ein dramatisches Dreieck zwischen Emiko, Ogata und Serizawa, dessen Darsteller Akihiko Hirata hier noch einmal besondere Erwähnung finden soll. Ihm wohnt eine faszinierende Ernsthaftigkeit inne und dies trotz Augenklappe, eine Leistung, die seitdem höchstens noch Kurt Russell gelungen ist. Godzilla wirkt niemals flach, stets ist eine Anspannung zu spüren, die auch den Zuschauer mitreißt. Ein düsteres Spektakel, dem man nur entsagen sollte, wenn man absolut gar kein Herz für ältere Filme hat und moderne Special Effects zum Überleben benötigt. Alle anderen sollten sich diesen Meilenstein der Kinogeschichte bei Gelegenheit zu Gemüte führen, auch um zu verstehen, woher der Mythos Godzilla eigentlich rührt. Die Gerümpelhustler vergeben starke 8 von 10 Gerümpelkisten für einen der wichtigsten japanischen Filme aller Zeiten. Wem der Film gefallen hat, dem möchten wir an dieser Stelle noch kurz ein paar weitere Filme und Werke vorstellen, die eng oder lose mit dem Thema Godzilla verbunden sind. Da wäre zum einen King Kong und die Weiße Frau,
Ein amerikanischer Monsterfilm, der schon rund 20 Jahre vor Godzilla veröffentlicht wurde und gleichfalls als Klassiker zu betrachten ist. Wer es gerne ein bisschen moderner hätte, sollte sich unbedingt Pacific Rim ansehen, ein unterhaltsamer Actionfilm aus dem Jahre 2013. Um ein besseres Verständnis der Auswirkungen der Atombombenabwürfe auf Japan zu erlangen, empfiehlt sich Keiji Nakazawas Manga Barfuß durch Hiroshima. 4 Bände sind bis dato auf Deutsch erschienen. Zu guter Letzt legen wir euch die Band Gojira ans Herz, die sich augenscheinlich nach dem Ungetüm benannt hat. Der harte Metal-Sound dieser Gruppe klingt so, als würde Godzilla direkt in euer Wohnzimmer einmarschieren. Wie immer bedanken wir uns bei euch fürs Zusehen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Mit einem Abo verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr den Film fandet und ob ihr weitere Reviews sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, eure Gerümpelhassler.